Liebe Guyana, die Zeiten sind schwierig und ich fürchte, die Nachricht, die ich euch heute zu übermitteln habe, wird die Lage nicht gerade besser werden lassen. Wir sind im Krieg mit dem Kollektiv und deren Anführer Yang scheint nicht vor Mitteln zurückzuschrecken, an die wir bisher gar nicht gedacht haben, die uns nicht im Traum eingefallen sind. Nach den großen Protesten, dem Aufschrei des Entsetzens teilweise im Zusammenhang mit der letzten Abstimmung unserer Vertreterversammlung, hat sich die Regierung diese Abstimmung noch einmal genauer angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, dass es offenbar eine Manipulation gegeben hat, dieser Abstimmung. Es ist nur naheliegend, dass dies aus den Reihen des Kollektivs stammt, dass möglicherweise ein Sondierteam geheim diese Manipulation hier durchgeführt hat, um unsere Kolonie zu destabilisieren. Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und nun kommen wir mal zum Kern der Sache auf der Nicht-Rollenspiel-Ebene. Was ist passiert? Ja, Folgendes ist passiert. Es gab überraschend viele erschrockene Kommentare nach dem ersten Video. Und das hat mich auch so ein bisschen aufhorchen lassen, weil das war durchaus ungewöhnlich und bisher nicht so und kannte ich auch aus bisherigen Community-Let's Plays in dieser Form nicht. Da geht so eine kleine Alarmleuchte bei mir an. Ich hatte selber schon ein ungutes Gefühl, muss ich zugeben, weil sich im Laufe dieser zwei Tage, in der die Abstimmung lief, relativ am Ende bei einigen Ergebnissen, ich gucke ab und an da mal rein, sich die Lage doch deutlich verändert hat. Und das ist gerade ungewöhnlich, wenn es ans Ende der Abstimmung geht, weil dort in der Regel nicht mehr so viele abstimmen. Ich habe mir leider da nichts weiter bei gedacht und habe euch die Ergebnisse präsentiert und die Staffel aufgenommen, aber nach den vielen Kommentaren habe ich mir die Sache nochmal angeschaut und ich will euch kurz erklären, was passiert ist und was die möglichen Konsequenzen sein werden. Also, ich nutze ja dieses Abstimmungstool FindMind, dazu sage ich nachher später noch ein bisschen mehr. Und zwei Dinge sind mir dabei jetzt aufgefallen, nachdem ich die Daten mir genauer angeschaut habe. Als erstes, was auffällig war, die ungewöhnlich hohe Zahl derjenigen, die eine Stimme abgegeben haben. Normalerweise ist es so, ich mache das ja nicht zum ersten Mal, dieses Community Let's Plays ist, glaube ich, das dritte oder vierte. Das ist natürlich eine ganz klare Korrelation zwischen Zuschauerzahl und Abstimmungszahl gibt. Das heißt, je mehr oder weniger Zuschauer dabei sind, umso mehr oder weniger Leute stimmen ab. Und jetzt war es so, ich habe mir mal die Zahlen rausgeholt. Bei dem ersten Abstimmungsvideo, das haben so in den ersten zwei Tagen 3.500 Leute, fast 4.000 Leute geschaut und 1.800 gültige Stimmen wurden abgegeben. Bei der zweiten haben so 2.900 zugeschaut und wir hatten so 1.650 abgegebene Stimme und bei der letzten Abstimmung haben dann nochmal 600, 700 Leute weniger zugeschaut, 2.250. Aber merkwürdigerweise hat die Zahl der abgegebenen Stimmen ist zugenommen, hat sich erhöht, 1.700. Und das ist schon auffällig. Erstes Problem. Dann kann ich, das ist die einzige Sache, wo ich ein bisschen tiefer in die Daten eintauchen kann, kann ich mir anschauen, wann abgestimmt wurde. Also wirklich jede einzelne Stimme ist genau festgehalten, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag die abgegeben wurde bei allen 1.700. Und da ist Folgendes feststellbar, wie gewohnt in den ersten, sag ich mal, 10 Stunden, nachdem das Video hochgeladen wurde, trudelten ein Großteil der Abstimmungen ein, also in ganz schnellem Rhythmus logischerweise, weil viele Leute das dann gleich machen. Und üblicherweise ist es so, dass dann zum Ende hin dann nur noch so alle 5 bis 10 Minuten abgestimmt wird. Ja, es wird dann immer weniger, nachvollziehbarerweise. Und hier gab es aber eine extreme Auffälligkeit. Am Vorabend vor der Deadline ging es 19.50 Uhr los, dass plötzlich nicht nur im Minutentakt, sondern, keine Ahnung, 3-4 Mal pro Minute plötzlich abgestimmt wurde. Und zwar die gesamte Nacht über, also auch um 3, um 4, also jede Minute 4-5 Stimmen abgegeben wurden. Also nicht immer, also das ist ein bisschen, also es ist nicht so ganz schematisch, manchmal ist es auch nur alle 2 Minuten ein oder so, also, aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist schon extrem auffällig und ungewöhnlich. So, dass ich davon ausgehe, dass es, und das ist meine einzige Konsequenz daraus, irgendwie einen Bot-Angriff gegeben hat auf diese Abstimmung. Ich kann es nicht genau verifizieren, ich würde sagen, so schätzungsweise zwischen 300 und 500 Stimmen können vermutlich dadurch falsch abgegeben worden sein.
Das Ganze, ich versuche mich daran zu erinnern, wie ungefähr die Stimmungslage war bei den Abstimmungen, bevor das passiert. Es wird vermutlich vor allem auf drei Punkte eine verfälschende Auswirkung gehabt haben. Auf das Thema Krieg mit dem Kollektiv. Da gab es vorher eigentlich eine größere Mehrheit für den Kalten Krieg und nicht für den Weißen Frieden. Dann das Fungusschutzgesetz, also diese Veränderung, dass der Fungus entfernt werden soll. Das war vorher keine Mehrheitsmeinung, wurde danach zur Mehrheitsmeinung und bei diesen Forschungsschwerpunkten hatte sich ein bisschen was verändert. So, ich würde sagen, im Gesamtverlauf der Geschichte ist das jetzt gar nicht so gravierend. Also vielleicht der einzige Punkt ist dieses Fungusschutzgesetz, weil doch ein bisschen Fungus jetzt darunter leiden wird. Aber bei dem Kollektivgeschichte und bei den Forschungsschwerpunkten, das ist, glaube ich, eher nebensächlich. Im Großen und Ganzen kann man das auch sehr schön, wie ich es eben gemacht habe, als Teil unserer Geschichte interpretieren. Das ist alles nicht so gravierend. Wie gesagt, die Staffel ist schon abgedreht. Insofern ist das jetzt auch erstmal nicht veränderbar. Wir werden dann in der nächsten Staffel irgendwie darauf reagieren müssen und ja, und die Dinge vielleicht wieder anders machen. Aber das Ganze hat natürlich doch radikale Konsequenzen eigentlich für das ganze Konzept. Und ja, wie soll ich sagen? Ich muss mal sagen, ich bin erstmal eigentlich ziemlich verstört. Gar nicht so sehr, weil das jetzt hier einmal passiert ist, sondern weil ich mir erstmal vorstelle, was muss das für jemand sein, der einfach nur rein destruktiv so etwas macht und am Ende eigentlich nur eine sehr schöne Sache, die wirklich niemandem wehtut, einfach nur vielen Menschen Freude bereitet, einfach nur kaputt macht. Es ist eine rein negative Handlung, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Zweck. Sie führt einfach nur dazu, dass das, was bisher jahrelang gut funktioniert hat und Basis für viel Freude von vielen Menschen war, einfach jetzt so nicht mehr funktionieren wird. Weil, ich bin mir dessen bewusst, dass FeindMind natürlich als Plattform schon immer anfällig war für gewisse Manipulationen, dahingehend, weil das allein ohne Account funktionierte, sondern jeder konnte abstimmen. Es war bloß quasi auf IP-Adresse beschränkt. Das heißt, man konnte normalerweise, wenn man nichts manipuliert, an seiner IP-Adresse von einem Gerät halt nur eine Stimme abgeben. Das bedeutet durchaus, dass jemand, der auf Arbeit oder mit einem Zweitgerät, der konnte halt nochmal abstimmen oder wenn man aktiv seine eigene IP-Adresse ändert, das ist ja auch möglich, konnte man dann auch nochmal abstimmen. Aber bei, ja, bei Teilnehmern von über 1000 sind das Dinge, die man in Kauf nehmen kann, gerade in der Abwägung dahingehend, dass möglichst viele Leute sehr einfach, ohne große Hürden, an so einer Sache teilnehmen können. Das war mir bisher bewusst und ich habe das in Kauf genommen, dass es da im kleinen Rahmen Schwankungen gibt. Aber dieser Eingriff ist ja doch durchaus dramatisch. Es könnte sich fast, naja, um ein Viertel bis ein Drittel der Stimmen handeln. Und das führt am Ende dazu, dass es so wie bisher gelaufen ist, nicht mehr laufen kann. Weil am Ende, natürlich ist es nur ein Spiel, aber am Ende besteht dieses Prinzip oder funktioniert dieses Prinzip des Community Let's Plays ja nur dann, wenn die Teilnehmer wissen, dass ihr Einfluss, also ihre Stimme einen Einfluss hat auf das Geschehen. Das ist der Kern des Spaßes auch daran, neben den Diskussionen, neben dem Roleplay. Aber wenn immer der Verdacht im Raum steht, dass möglicherweise in Größenordnung eigentlich anders abgestimmt worden wäre, dann ja, dann funktioniert das ganze System am Ende nicht mehr. Das heißt, unterm Strich, die schöne Zeit der Unschuld ist vorbei. Wenn ich das ganze Konzept irgendwie retten will, muss ich etwas ändern, muss ich irgendwie etwas Neues einführen, das sicherer ist, aber trotzdem möglichst vielen Leuten eine Beteiligung ermöglicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das handhabe. Leider hat FeindMind als Plattform, die nicht, selbst im kommerziellen Programmteil, also man kann da auch ein Jahresabo abschließen, nicht die Möglichkeit, dort irgendwie so einen Spam-Schutz oder einen Bot-Schutz irgendwie vorzuschalten. Insofern kann ich das nicht mehr nutzen. Das heißt, entweder gibt es eine, und vielleicht kennt ihr sowas, eine simple, öffentliche, möglichst kostenfreie Plattform. Mit geringen Kosten könnte ich sogar leben, ja, würde ich auch tragen, kein Problem. Die halt diesen Bot-Schutz hat, der irgendwie funktioniert. Oder aber wir müssen auf etwas zurückgehen, das irgendwie Account gestützt ist.
bin mir nicht sicher, ob es ein, also es gibt sicher irgendwie Google-Tools, die man nutzen kann, wo man mit seinem Google-Account dann eingeloggt werden muss. Das sollte bei den meisten YouTube-Usern, die jetzt hier auch kommentieren, der Fall sein. Ich halte es auch für denkbar, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen exklusiver geht und einen eigenen Discord-Server macht, der ganz simpel gebaut ist, der nur dazu dient, diese Abstimmung zu machen, wobei das natürlich schon deutlich mehr Leute ausschließt. Das hätte allerdings den Vorteil, dass man möglicherweise dort, ja, vielleicht auch ein bisschen Roleplay dort aufbauen könnte. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, weil das muss natürlich dann auch wieder moderiert werden und so weiter. Also ihr seht, ich kann euch leider jetzt noch keine Lösung präsentieren. Ich möchte euch erstmal darüber informieren, was geschehen ist. Und vielleicht habt ihr gute Vorschläge, die ich dann überdenken werde, erwägen werde. Und ich werde dann versuchen, zur nächsten Abstimmung irgendeine neue funktionierende Lösung zu finden. Immerhin kann man sagen, dass natürlich die Zuschauer weiterhin quasi Gesetze, Vorschläge einreichen können, dass sie weiter Roleplay machen können, dass sie kommentieren können, dass sie natürlich das Ganze weiter zuschauen können, aber es wird vermutlich so sein, dass aufgrund einer Accountbindung oder ähnlichem nicht mehr so viele an den Abstimmungen teilnehmen können, weil sie möglicherweise irgendwo keine Accounts haben wollen. Tja, das ist es. Ein bisschen trauriges Video, aber das Projekt will ich dadurch, deswegen natürlich nicht aufgeben, aber wir müssen was ändern. So, dann genießt trotzdem die kommende Staffel. Wie gesagt, im Rahmen der Geschichte und im Rahmen der Ereignisse alles nicht so dramatisch. Es macht ja trotzdem Spaß und die Geschichte ist interessant, das kann ich euch versprechen. Diese Staffel gewinnt richtig noch an Dynamik, weil sich plötzlich sehr viel entfalten wird. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwalden.